Willkommen zu einer kleinen Runde Dungeon Defenders 2. Ich habe ja gesagt letztens im Stream, dass ich mal ein paar Runden zeigen werde. Es könnte des Öfteren mal ruckeln, das ist immer noch wie unten, also man kann ja unten lesen, das ist eine Pre-Alpha und ich sag mal so, das Spiel ist noch nicht so ganz balanced. Es ruckelt ab und an, auch wenn man keine Connection-Probleme hat, hat man immer das Problem, dass das Spiel teilweise ruckelt oder nicht hinterherkommt. Ich habe gesagt, ich zeige euch einfach mal die Klassen, welche man hat, zeige euch die ersten Level im Private Mode, wenn ich alleine bin, damit ihr die Unterschiede seht an den Klassen und wie stark die sind. Das kann sich jetzt vielleicht auf 1-2 Parts ziehen, je nachdem, mal schauen. Ist eigentlich auch egal, wie lange wir spielen. Und wir haben mehrere Helden zur Auswahl, wir haben Hero Manager und hier könnte man jetzt sagen, man zieht sich noch 2-3 Helden rein. Und wenn man dann im Spiel ist, wenn man zum Beispiel alleine spielt und sagt, hey, ich möchte das Level doch noch schaffen oder versuchen, hat man die Möglichkeit, wenn man seine Türme aufbaut, sich die Helden hier zu wechseln. Das Problem dabei ist aber, und genau das ist das Nächste, was das Spiel ein bisschen schlecht macht, die müssen alle auf demselben Level sein. Das heißt, wenn ich jetzt mit Level 10 und 10 und 19 suche, dann sucht er automatisch für den 19er und da können die 10er nicht rein. Das kann ich auch nicht einstellen. Sobald wir aber mit einem hohen Level in einen niedrigen Pool kommen, sagen wir mal in ein Level, was für Level 10er ist, dann wird der gedown, also man wird runtergesetzt auf 10. Und ich weiß nicht, ob auch die Statistiken verändert werden, das kann ich euch jetzt nicht genau sagen, aber ich weiß halt, dass man halt seine Sachen behält, aber vom Level runtergestuft wird. Gestern wurde in einem Match, wo ich drin war, da war einer drin, der hatte auch das Problem, dass er ein höheres Level hatte. Der hat gesagt, dass die Statistik angeblich nicht runtergepatcht wird. Das seht ihr hier ran. Also wir können hier an diesem Ding gehen und da haben wir unsere Statistik. Angeblich soll das auf dem Level bleiben, aber ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Was mich auch ein bisschen irritiert und nervt, sind diese Leute, die hier die ganzen Türme hinbauen. Deswegen gehe ich jetzt mal in Private Mode, suche ein Game und zeige euch jetzt einfach mal alle Klassen, es sind bis jetzt nur 4. Und ihr werdet einfach sehen, wie es gebalanced ist und wie viele Chancen man wirklich hat. Ich zeige euch das mit dem Level 1, da ist es am einfachsten, da sieht man das am schnellsten, denn umso weiter ihr kommt, umso schwerer wird es. Und das Problem ist wieder, dann schafft man es teilweise nicht mehr alleine, denn man ist darauf angewiesen, dass man jemanden hat, der einen auf der Lane unterstützt und sagt, hier komm, ich verteidige die Mittellane, denn ihr seht, ich habe hier auch unten Spelt, ich zeige euch das jetzt mal mit dem hier. Das können wir natürlich auch mit jedem machen. Ich kann euch auch die Türme hier eigentlich hinbauen und zeigen, wie es dann wäre, wenn wir sie in Action haben. Aber mit dem Knight können wir halt angreifen und das ist ziemlich schnell und alle Ziele, die, sag ich mal, in Reichweite stehen, kriegen Schaden. Wir haben ein Schild zum Blocken. Ich habe das noch nie benutzt. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist oder ob das irgendwas bewirkt. Aber ich finde irgendwie, das ist nur so ein Special Feature, weil in der Zeit, wo ich blocke, könnte ich eher drauf zugehen und den kaputt schlagen. Wir haben noch einen Special Heap, der macht dann Schaden nach hinten weg. Dann haben wir, ich glaube, das ist Einschüchtern gewesen. Da würden wir mehr Schaden machen und ich weiß gar nicht, ob wir schneller zuhauen. Und wir haben mit dem, also sag ich mal, mit dem Warrior haben wir noch eine Attacke, die stunt. Ich glaube, die macht sogar Schaden. Habt ihr ja gesehen, ein bisschen. Stunt aber. Und das ist auch ganz gut für unsere Türme, denn wir haben, wie ihr hier seht, die kann man immer so schön platzieren. Das macht ihr alles mit der Maus. Das ist ein bisschen hakelig, aber ihr habt ja genug Zeit. Haben wir den ersten Turm und er macht noch nicht viel Schaden. Man könnte ihn jetzt upgraden. Mit Q macht man das hier. Dann wird er stärker. Seht ihr ja. Und ich kann nochmal upgraden. Das Upgrade habe ich schon. Umso höher man kommt von Level, umso mehr Upgrades kriegt man auch. Aber ich sag mal, 1000 Damage ist schon echt nicht schlecht. Er ist schon echt cool. Aber ich mag seine Balliste. Seine Balliste seht ihr gleich. Die ist ziemlich cool. Seine Balliste geht nämlich durch alle durch. Wie ihr seht. Ich glaube sogar, der Schaden wird verringert. Ja. Aber wenn wir das Ding jetzt... Ah, komm. Mann, ich drück doch Q. Manchmal funktioniert das nicht. Wenn wir die jetzt upgraden... zweimal, dann seht ihr, dass der Schaden schon ziemlich heftig ist. Der vordere kriegt 1500 und der hintere kriegt, glaube ich, 900. Und das ist für eine ganze Reihe echt cool. Aber um euch das jetzt mal ein bisschen in Action zu zeigen und wie die ganzen Klassen hantieren, fange ich jetzt einfach mal an und mache die erste Map auf. In der ersten Map kann ich euch Klasse für Klasse zeigen und ihr seht dann auch, wie stark die Klassen sind. Denn ich muss dazu sagen, die Archer-Klasse, also der Fernkämpfer oder Bogenschütze, ist meiner Meinung nach einer der stärksten Klassen, was es angeht, den Schaden in kürzester Zeit auszuteilen. So, wir haben hier die erste Map und normalerweise habt ihr nur diese Türme am Anfang. Aber das ist auch nicht schlimm, also man könnte sogar mit den Türmen alleine alles verteidigen. Man kann das natürlich dann noch ein bisschen besser machen, zum Beispiel sage ich jetzt mal, ich möchte hier einen Turm, der macht hier. Ich möchte hier einen Turm, der macht so. Und dann möchte ich eine Barrikade, die könnt ihr dann auch so drehen. Und dann möchte ich hier eine von dieser Balliste. Dann machen wir in der Mitte
eine Barrikade. Na, komm, komm, komm. Machen wir hier eine Balliste hin. Noch ein Turm. Noch ein Turm. Ihr seht, das Problem ist jetzt, es geht nicht ganz auf, wenn man das so macht, wenn man zu viel baut. Aber ich will euch es erstmal nur demonstrieren. Wir kriegen gleich genug Punkte, um das weiterzumachen. Und am Anfang sind wir ziemlich stark. Mit G können wir dann die Runde vorspulen und dann geht es los. Dann kommen die auch an, die ganzen Monster, und ihr könnt euch verteidigen. Ihr habt auch noch ein Inventar, kriegt andere Schwerter und Ausrüstung, aber am Design ändert sich nur das Schild und das Schwert. Das ist ziemlich schade, denn ich hätte gern das ganze Design gesehen. So, ihr könnt sehen, die machen jetzt schon Schaden. Man muss immer noch ein bisschen nachhelfen am Anfang. Das ist einfach so. So ist das Spiel, und genau das macht das auch gleich aus, was ihr sehen werdet. Wir haben hier ein neues Schwert bekommen, wird wahrscheinlich schlechter sein, denn die meisten Items sind schlechter. Manchmal kriegt man Rar-Items. Und wir sammeln hier Mana-Punkte für unsere Skills. Sammeln noch Pluspunkte zum Upgraden hier von diesen Sachen. Und können das dann auch noch einsetzen. Wir können nebenbei bauen, aber das dauert halt natürlich länger, ist ja klar, kennt ihr ja. Ich meine, ähnliche Spiele ist ja Sanctum, Sanctum 2. Da habt ihr dasselbe Prinzip, oder Orcs Must Die. Orcs Must Die zum Beispiel war ziemlich cool, und ich fand, die Klassen waren sehr balanced. Also jeder hatte halt seine Fähigkeiten, und hier werdet ihr noch sehen, dass es, ich finde, nicht gerade balanced ist, dass man sagt, ich würde lieber nur diese Klasse spielen oder die zwei, denn die sind gut und die anderen sind schlecht. In Kombination ist das bestimmt alles echt cool und macht Spaß, aber ich finde trotzdem, dass ich, wenn ich im Team spiele, das Problem meist habe, dass man hat ja jetzt hier drei Lanes und kann sagen, hey, du gehst dahin, ich gehe dahin und der andere macht die letzte Lane. So würde man das aufteilen und viel Schaden austeilen, weil ich brauche nicht drei Helden auf einer Lane. Das ist Quatsch. Nur das Problem ist, die meisten Spieler wollen hier diese grünen Punkte abgrasen, weil die bauen wollen. Die wollen unbedingt bauen. Dann kommen die auf eure Lane und metzeln die Monster vorne mit dem Krieger zum Beispiel und denken sich so, hoho, ich habe ihnen all seine Viecher weggenommen und ich kriege gleich die grünen Punkte dafür. Sehr cool. Und so mache ich das die ganze Zeit. Dabei geht aber die andere Lane verloren und man hat wahrscheinlich sogar noch Probleme. Und das ist das Problem dieses Spiels, dass die meisten sich ja nicht absprechen. Ich würde sogar behaupten, dass viele jüngere Spieler hier drin sind, denn ich hatte auch das öftere mal coole Runden mit ein paar Älteren, und die sprechen sich auch richtig ab, und da ist das Ganze ein bisschen koordinierter und man hat mehr die Chance, sag ich mal, jeder macht eine Lane, und wenn es Probleme gibt, dann kann man zum Beispiel so einen Befehl machen. Hier seht ihr, wenn ich C drücke, diese Basis-Ping-Befehle mit Defend, Help Me, und dann das Schnellste, was man machen kann, schnell C, und dann steht da unten, wir brauchen Hilfe, dann sieht er, oh, auf der Karte ein Signal, der hat Probleme zum Beispiel, in manchen Phasen kommen dann auch Bosse, und ich muss sagen, die Bosse sind ziemlich heftig, des Öfteren habe ich deswegen auch verloren. Wir upgraden den hier einmal, denn in der Mitte habe ich jetzt schon mal einen größeren Schutz. Jetzt haben wir die zweite Wave, oben rechts seht ihr auch, 2 von 5 Waves, und wir kriegen 40 Monster. Wenn die 40 dann unten nach unten getickt ist, müssen wir halt keine mehr besiegen, und wir haben das Level geschafft. Ihr seht auch, das ist bis jetzt ziemlich einfach. Wie gesagt, ist das erste Level. Ich will euch nur mal ein bisschen demonstrieren, wie stark die sein könnten und was die Klassen ausmachen. Denn ihr seht, die Barrikaden kriegen auch Schaden. Aber wir können die später upgraden, dann sind die komplett repariert. Also ihr müsst sie nicht erst reparieren, sondern dann upgradet sie lieber. Spart euer Geld, upgradet sie auf Stufe 2 und 3 und somit spart ihr euch die Reparaturkosten. Auch im Fight ist es nicht immer ratsam, die zu reparieren, weil wenn sie nicht ganz kaputt gehen, dann könnt ihr, wie gesagt, das ist sparen und upgraden. Sobald ihr aber die höchste Stufe erreicht habt, die ihr kriegen könnt, solltet ihr zusehen, dass die Barrikaden auch stehen bleiben, denn die Gegner können dann doch einiges an Schaden austeilen. Wir haben auch in der Umgebung, das habe ich gar nicht gezeigt, hier so ein paar Sachen hier, das kann man mal machen. Dann werden die vereist, und auf der anderen Seite könnte man zum Beispiel das Feuer-K drücken. Na, will nicht. Und es würde Schaden machen auf längere Zeit, kontinuierlich halt. Hält aber nicht ewig. Und jede Map hat solche versteckten, ich sag mal nicht Secrets, sondern solche versteckten Schalter. Nicht alle sind immer sichtbar. Und des Öfteren gibt es noch so Subcores. Man muss halt nicht immer hier den hier in der Mitte, sag ich mal, verteidigen, den Main-Core, sondern es gibt Subcores. Und wenn die Subcores fallen, dann werden weitere Tore aufgemacht für Monster. Also es ist so, ihr müsst alle verteidigen. Denn umso mehr Subcores ihr verliert, umso mehr Monster kommen und umso schwerer wird das ganze Level. Ich meine, man könnte es auch machen, um zu farmen. Man kann ja hier Items farmen, seht ihr ja. So, wir holen uns erstmal diese grünen Punkte wieder. Wir haben schon ziemlich viele, wie ihr seht. Und ihr könnt euch hier dann auch ausrüsten. Und hier, wie gesagt, das Hero-Deck, wenn ihr das erstellt habt, könnt ihr auch switchen. Aber dann könnt ihr euren Charakter im Inventar auch ausrüsten. Wir können zum Beispiel jetzt gucken, oh, wir haben ein Schwert. Wir sagen, wir möchten das haben. Dann seht ihr, das verändert sich auch.
Aber das wollen wir nicht, denn wir haben hier ein ziemlich starkes. Man kann seine Waffen später auch upgraden, aber in den ersten Leveln ist es nicht ratsam, denn ihr kriegt so schnell neue Waffen, da ist das Quatsch, meiner Meinung nach. So, wir haben ziemlich viele Punkte. Ich könnte noch Türme bauen, ihr seht, ich kann da leider nicht hinzeigen. Unter der Karte rechts ist so ein Turm, da seht ihr 230. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Turm, so ein Ding hier. Nee, das wollte ich nicht machen. Dann seht ihr diesen Turm, der kostet 30, das heißt, es sind 30 Punkte dann davon weg. Aber wie gesagt, das müssen wir noch nicht machen, wir sind stark genug. Wir haben genug Punkte, wir upgraden jetzt einfach mal die ganzen Türme. So, die Barrikaden müsste ich jetzt auch bald mal upgraden, denn die gehen langsam kaputt. Ist relativ ratsam, aber wie gesagt, wir sind schon hier und haben die stärkeren Türme. Also ihr kriegt in dem ersten Level definitiv noch die Wall. Die Wall kriegt ihr, aber das Ballista ist halt nicht mit drin. Aber wie gesagt, ich kann euch so demonstrieren, wie stark die Klassen sind. Und ihr seht halt die Unterschiede. Ich habe noch eine Klasse, die habe ich noch nicht gelevelt, aber ich möchte sie auch nicht leveln, denn ich finde sie sehr schlecht. Das ist die, ich sag mal, Mönchsklasse oder wie wir ihn nennen wollen. Ich weiß nicht ganz, was das für ein Typ hier ist. Vielleicht steht das auch nachher dabei. Wir können jetzt halt ein bisschen schnetzeln gehen. Bisschen kaputt hauen. Manchmal bleibt man hier immer hängen, das nervt übelst. Auch wenn ihr Fähigkeiten macht, ne? Dann sind diese Balken, die manchmal hier im Weg sind, oder Flaggen, dann bleibt man da ständig hängen oder schießt dagegen. Das ist halt ziemlich nervig. Und denkt euch jetzt nicht, oh mein Gott, das ist ziemlich easy. Das ist wirklich easy hier, das Level. Aber das ist auch das erste. Das zweite ist schon, sag ich mal, ein bisschen schwerer. Und ab dem dritten, vierten kommen dann schon noch Bosse. Und die Bosse haben es echt in sich. Also, ich spiele schon auf einer höheren Ebene. Mein Main ist auf Level 20. Und da kommen meistens Bosse, die haben 30 oder 40.000 Leben, kassieren. Also, die teilen richtig gut aus, muss man sagen. Und da sind eure Türme auch machtlos. Also, der radiert eure Mauern komplett aus. Ihr habt gesehen, ich habe das da oben gemacht, ich habe nicht getroffen. Das ist halt schlecht. Der Magier zum Beispiel, seht ihr dann später noch, der hat eine Fähigkeit, da trifft das auf jeden Fall. Aber der ist auch ein wenig stark, was seine Spells angeht. Aber ich meine, ist er auch ein Mage. Dafür sind seine Türme nicht so knackig wie die hier. Weil die Türme, wie ihr seht, ich kann das euch das mal zeigen. Hier, wir upgraden das mal, dann seht ihr, dass es halt mit einem Kampf geupgradet wird. Müssen wir halt warten, bis voll ist, dann können wir den nächsten machen. Aber ihr seht, dass die schon ziemlich stark sind. Normalerweise bräuchte ich gar nicht verteidigen. Ich bräuchte gar nichts machen, weil, wie gesagt, die Türme machen ihren Damage. Und die sind ziemlich stark. Jetzt machen wir die Wall größer. Man kann später sich auch noch Skills geben. Ich kann euch das zeigen. Ihr kriegt so Statistik hier. Also hier seht ihr das. Und in den Specs, also können wir hier jetzt 4 Punkte verteilen. Zum Beispiel, wir sagen, wenn ich ein Schild block, dann hier steht The Damage Reduction. Also wir blocken mehr Schaden. Oder die Spikes, zum Beispiel die Shiny Spikes. Die Blockaden, die wir haben, die können Enemies stunnen für 2 Sekunden mit einer Chance von 4,37%. Möchte ich aber nicht haben, denn ich möchte gerne. Wo haben wir es denn? Defense, die. Also meine Defense macht mehr Schaden, das finde ich nicht schlecht. Die Balliste, die machen wir mal, dass sie Full Damage kriegt. Und dann habe ich alles fast auf 1. Man kann auch immer, also alles zurücksetzen. Das kostet, glaube ich, auch gar nicht. Gar nicht, Entschuldigung. So, wir machen mal weiter. Wir upgraden die Wall. Die brauchen wir nochmal im Upgrade. Ich könnte auch schon Stufe 2 Upgrade machen, weil ich vom Level her schon sehr hoch bin. Aber ihr kriegt in den Modus, in den ersten Level, kriegt ihr eigentlich nur Türme Stufe 1, die Wall und die ersten Upgrades. Mehr kriegt ihr nicht. Die Ballista kriegt ihr eigentlich erst später. Ich glaube, die kriegt man auf Level 9 oder 10. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich finde auch, das ist eine der stärksten Tower, weil die radiert einfach so durch. Das ist so heftig. Ich meine, guckt euch die mal an. Das sind jetzt die Anfangseinheiten. Ist ja klar, aber ihr seht ja, wie viel Schaden die machen, ne? Wenn die Türme alle schießen. Das ist schon ziemlich stark. Da hinten kommt schon ein stärkerer. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie viel Schaden wir machen. Ich kann leider nicht immer seinen Schaden einsehen. Ich weiß nicht warum. Aber ihr habt gesehen, der ist doch schon ziemlich schnell tot. Ich brauche mich gar nicht darum kümmern. Ich kann das alles die Türme machen lassen. Man könnte sich quasi in die Ecke stellen und sagen, ho, schön ist die Welt. Ich gucke mir jetzt mal an, wie meine Türme alles kaputt machen. So, wir upgraden. Nee, den wollte ich nicht. Ich wollte die Ballista nochmal upgraden. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier sagen, ich schieße hier einmal. Dann kriegen die Schaden. Oder wir schießen hier mal. Dann ist er eingefroren. Können da von mir aus hingehen. Ihn nochmal stunnen. Diesmal hat es funktioniert. Hat auch genug Schaden gemacht. Wie gesagt, das Ding macht Schaden. Es ist nicht schlecht.
Das Gute daran ist, es stunt und wenn man das in der Nähe der Türme macht, dann machen die halt extrem Schaden und radieren die halt aus. Ist sehr ratsam, seine Fähigkeiten an den Türmen einzusetzen, weil zum Beispiel der Mage, wie ihr dann sehen wird, hat noch eine Fähigkeit, die sehr gut ist und wenn man das an den Türmen macht, dann sind die quasi disabled, wie, das seht ihr dann und dann machen die Türme auch ziemlich viel Schaden. Ich weiß, die Aufnahme geht auch ein bisschen länger als 15 Minuten, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Wir machen jetzt mehrere Parts und ich werde euch in jedem Part halt den Charakter erklären und ein bisschen zeigen. Das Ganze ist, finde ich, irgendwie, wie gesagt, unbalanced, denn das letzte Update, ich habe versucht, das herauszufinden. Ich glaube, die entwickeln teilweise in so Livestreams, aber das letzte Update, das richtige Update, habe ich gar nicht mehr gefunden. Ich glaube, letzten Monat, im Februar oder 21. war mal ein Update, aber das war nur Server-Update. Also, ich finde, das Spiel wird kaum noch supported. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird sogar ignoriert und den Entwicklern ist es egal, was hiermit geschieht, denn es hat sich hier seit längerer Zeit nichts geändert, wirklich gar nichts und das ist halt echt schade, weil ich finde, das Spiel hat sogar echt Potenzial, dadurch, dass man online spielen kann mit anderen Leuten, es darauf ankommt, wie man seine Türme platziert, nicht wahllos irgendwo Türme hinbaut. Das ist schon echt ein cooles Feature und ich finde das halt, wie gesagt, echt cool, dass es verschiedene Klassen gibt, die sich hier unterscheiden. Nur wie gesagt, der Support ist halt irgendwie nicht so da und das ist halt echt schade, denn es ist ein also ein Spiel mit Potenzial, sagen wir es einfach so. Die Bosse sind knackig, es gibt viele verschiedene Einheiten, man kriegt immer eine Einblendung, was für Einheiten kommen, man hat, glaube ich, Dailies nebenbei noch, man kann seine Waffen upgraden. Ich meine, okay, man sieht nur das Schwert, aber die Schwerter sehen teilweise auch ziemlich cool aus. Ich finde allgemein das Design von denen ganz cool. Man kann zum Beispiel auch so spielen, wenn man das alles auswendig kennt. Und dann kann man ohne HUD-Screen spielen. Nennt man das überhaupt HUD-Screen? Ich glaube ja, ne? Nicht, dass ich euch irgendwas erzähle, was gar nicht stimmt. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, hey, wir spielen jetzt so, wir kennen unsere Fähigkeiten auswendig und knüppeln die jetzt einfach mal nieder. Aber dann seht ihr das Spiel ja nicht. Wir wollen ja die Karte im Überblick haben und sehen, was wo abgeht. Ihr seht auch, ich halte ziemlich viel aus. Jetzt kann ich euch noch ein anderes Feature zeigen, das ist auch ziemlich cool, aber das kostet halt sehr viel Zeit und könnte meistens auch den Lose bedeuten. Denn wenn wir 4 drücken, können wir uns heilen. Das macht er jetzt eigentlich kontinuierlich, also der tanzt da oder macht da irgendwas Besonderes. Hier oben habt ihr einen stärkeren, der große, der war ziemlich schnell kaputt. Weil, wie gesagt, die Dauer sind ziemlich heftig, muss man dazu sagen. Und wie gesagt, ihr könnt euch dann längere Zeit, das müsst ihr gedrückt halten, skaliert und auf längere Zeit heilt ihr euch dann. Kann wie gesagt den Kampf teilweise sogar entscheiden, wenn man echt längere Zeit stehen bleiben muss, um sich zu heilen. Dort oben seht ihr diese Fetten. Hab gerade, glaube ich, gar keinen Punkt. Komm, das schaffen wir. Einmal kurz Stufe 3 machen. Ihr seht, das sind die ersten kleinen Gegner, die man so hat und ihr seht, wie schnell die umfallen. Ich meine, klar machen die Schaden auf die Barrikade, dafür ist er auch da, um die abzuhalten. Und in der Zeit machen die anderen die kaputt. Also, ich brauche echt gar nichts machen mit diesem Typen. Es gibt auch noch Klassen, wie ihr dann auch sehen werdet, da muss man sich bewegen. Man muss was machen. Man hat gar keine Chance, stehen zu bleiben. Wenn man untätig bleibt, verliert man. Und deswegen finde ich manche Klassen halt echt, echt schwachsinnig. So, wir haben die Runde geschafft und wenn man es schafft, kriegt man eine Kiste. Das ist so Special Loot Gold, ein Special Item. Wenn man Glück hat, ich habe es jetzt schon zweimal geschafft, hintereinander wirklich diese Kiste zu verbessern. Also nicht im Sinne von einmal, sondern zweimal. Das heißt, ich kann jetzt draufdrücken, wenn ich Glück habe, wird es zu einer Special Kiste. Wenn ich dann nochmal draufdrücke, kann es sein, dass diese Kiste nochmal eine Special Kiste wird. Und das habe ich jetzt zweimal geschafft, zur dritten Kiste. Aber das ist halt selten. Wir werden gleich sehen, ob sie sich verändert. Nein, sie verändert sich nicht. Wir kriegen eine Rüstung. So, das war's. Das Level ist durch. Wir können jetzt G drücken und einmal skippen und da ist das nächste Problem. Wenn alle Leute Ready drücken, quasi auf To Tavern, also in die Taverne, dann muss man trotzdem die Zeit abwarten. Und manchmal ist die Zeit ziemlich lang und das nervt. Unglaublich, das glaubt ihr gar nicht, wie nervtötend es wirklich sein kann. Hier sind die besten Fundstücke, die hier gedroppt sind. Ich glaube, das sind sogar die hier aktuell gedroppt sind. Kann aber auch sein, dass es Items sind, die hier fallen können. Es gibt später auch Legendaries und ziemlich andere starke Sachen, die man da benutzen kann. Und man kann sich hier noch angucken, was die Statistiken sind, der Hero Damage und. Also man kann sich das alles durchlesen, wie man will. Ich habe es noch nie angeguckt. Es hat mich auch noch nie wirklich interessiert, wie viel Schaden ich gemacht habe. Denn ich sag mir, im Team spielen ist das erste, die Runde schaffen ist das zweite. Aber ob ich mehr Schaden gemacht habe als der und der, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, das Ganze stimmt. So, wir haben hier ein paar Items. Das könnte ich jetzt alles kontrollieren, da es aber, sag ich mal, low equip ist.
werde ich das einfach verkaufen. Denn ich werde damit meine Waffen noch nicht aufrüsten. Wie gesagt, das lohnt sich nicht. Aber meine Maus ist langsam kaputt, glaube ich. Die macht immer Doppelklicks. Nicht gut. Heißt, ich müsste mir bald eine neue holen. So, und ihr habt das Ganze jetzt gesehen. Das war jetzt, wie gesagt, der Warrior, der Krieger, mit dem wir spielen können und was wir für Türme haben. Den vierten, den kann ich euch gar nicht zeigen. Ich glaube, den sieht man hier. Der vierte, das ist ein Training Dummy. Das war der, den wir ganz am Anfang gesehen haben, der sich so gedreht hat. Also wenn ihr den sehen wollt, könnt ihr ganz am Anfang des Videos wieder gehen, wo wir in Taverne stehen, wo der Typ neben uns stand und die überall platziert hat. Denn ihr könnt ja auch in eurer Lobby oder je nachdem, wo ihr gerade drin seid, könnt ihr Türme platzieren. Und die machen dann auch Action. Aber es ist doch ziemlich nervig, wenn jeder seine Türme hier platziert, meiner Meinung nach. Aber naja, gut. Ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Video und dort zeige ich euch dann, was zeigen wir euch denn dann mal. Dann zeige ich euch mal den Bogenschützen, den Archer. Also haut rein und bis zum nächsten Video.